Herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe Online und zuallererst möchte ich mich ein wenig dafür entschuldigen, dass die letzte Aufnahme mittlerweile, glaube ich, schon anderthalb Jahre her ist. Ja, ich hatte ja damals ganz am Anfang mal gesagt, dass das Projekt hier außerplanmäßig läuft und als ich dann aufgrund eines neu angefangenen Studiums keine Zeit mehr hatte, war das leider das erste Projekt, das ich deswegen fallen gelassen habe. Die letzten Folgen, die jetzt so rausgekommen sind, die waren noch aus der alten Aufnahmesession von vor anderthalb Jahren. War ganz witzig, weil ich die Sachen, die dann immer so reingeschrieben werden, wenn ich die einspreche, das mache ich dann halt meistens, wenn ich die Folge finalisiere. Und das hatte ich damals noch nicht gemacht. Das heißt, ich habe quasi, als ich jetzt die Folgen gerendert habe, nochmal die Sachen eingesprochen von dem, was ich vor anderthalb Jahren aufgenommen habe. War irgendwie ganz bizarr gewesen, hat aber irgendwie funktioniert. Egal. Wir sind also damals stehen geblieben in Angmar, beziehungsweise wir wollten gerade nach Angmar rein oder haben es gerade betreten und haben mit einem der Waldläufer dort geredet. Aber an der Stelle befinden wir uns jetzt gerade nicht. Also es sieht ein bisschen zu friedlich für Angmar aus. Das sieht, glaube ich, jeder. Wir sind stattdessen bei Aragorn. Aragorn steht im Bruchtal rum. Das ist übrigens Aragorn. Hier drüben. Der Mann, der leuchtet. Das ist Aragorn. Und wir werden erstmal uns etwas anderes anschauen, denn Aragorn hat uns ein anderes Quest gegeben. Wenn man hier in Bruchtal war, konnte man das annehmen. Es hat mit zum Evendim-Bereich gehört. Leider kann man das nur abschließen, wenn man eine Gefährtengruppe hat, aber ich habe tatkräftige Unterstützung von jemandem bekommen, der Level 100, einen Level 100 Charakter hat und damit war das dann relativ easy zu machen. Ja, was wir hier machen werden, wir werden uns eine Instanz hier anschauen, die mit der großen Geschichte von der Herr der Ringe zu tun hat, mit der Gefährten-Quest sozusagen, aber eigentlich für uns nicht so sehr eine Rolle spielt. Trotzdem, da sie zur großen Geschichte gehört, möchte ich die Instanz mal hier mit reinnehmen. Und danach werden wir uns noch eine Instanz anschauen, die nicht zum Hauptquest gehört, aber ein wenig die Vorgeschichte von einem Ereignis, das später auftritt, noch mit, ja, antitscht so ein bisschen. Also, wir schauen uns jetzt zwei Instanzen an und danach werden wir uns dann wieder um das epische Quest kümmern. Beginnen wir erstmal mit Aragorn. Seid gegrüßt. Das geborstene Schwert. Die Zeit ist gekommen, Aegir. Narsil wird neu geschmiedet. Wollt ihr mich zu den Schmieden begleiten? Es wird einige Zeit dauern, bis das Schwert fertig ist. Doch möchte ich, dass ihr bei der Erschaffung von Anduril zugegen seid. Sprecht mich an. Wenn eure Angelegenheiten geregelt sind, dann können wir gemeinsam dorthin gehen. Wir werden bei der Neuschmiedung von Anduril dabei sein. Dazu muss ich Folgendes sagen, für diejenigen, die sich nicht so gut auskennen. Narsil ist das Schwert, mit dem der einst Isildur den Ring von Saurons Finger geschnitten hat und damit quasi das zweite Zeitalter beendet und die Vorherrschaft von Sauron beendet hat. Und dadurch ist überhaupt die ganze Geschichte vom Herrn der Ringe erst entstanden. Denn wenn Isildur das nicht geschafft hätte, dann hätte Sauron wahrscheinlich die Welt unterjocht und die freien Völker wären einfach draufgegangen. Besucht uns jemand? Ja, in der Tat. Celebelnar. Ja, toller Name. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Der Ring vom Finger geschnitten. Genau, dieses Schwert gehörte eigentlich nicht Isildur, sondern Elendil, Isildurs Vater, der damals König von Gondor war und in der Schlacht gestorben ist. Sein Schwert ist zerbrochen, als Sauron ihn mit dem Streitkolben erschlug. Aber das Schwert, oder das Heft des Schwertes, das ergriff eben Isildur und schnitt damit den Ring vom Finger Saurons. Und die Bruchstücke dieses Schwertes, die sind nach Bruchtal gelangt letztendlich und sind hier aufbewahrt worden als Erbstücke des rechtmäßigen Nachfolgers sozusagen, des Erben. Und Aragorn ist ja der Erbe von Isildur und Elendil und so weiter. Ja, genau. Und dieses Schwert wurde nie neu geschmiedet. Jetzt war aber der Zeitpunkt gekommen, denn nun geht es ja in die große Schlacht gegen Sauron sozusagen. Und das Schwert wird neu getauft, das heißt nicht mehr Narsil, sondern heißt dann Anduril, die Flamme des Westens. Und für dieses Schwert wurde ein besonderer Stein benötigt, ein Silitar. Das sind Juwelen, die von den Noldor, glaube ich, also von einer bestimmten Elbengruppe geschmiedet wurden. Das waren eben die großen Experten im Schmieden magischer Gegenstände.
Und diese Silitare, die waren besondere Juwelen, die eben einen besonderen Glanz hatten. Und davon gab es nur sehr, sehr wenige auf der Welt. Und mittlerweile gab es nur noch einen. Und diesen einen, den mussten wir aus dem Grab von Elendil bergen. Das Problem war, Aragorn hatte schon mal versucht, diesen Silitar zu bergen. Allerdings hatte die Hüterin des Silitars damals ihm verboten, den Silitar an sich zu nehmen, die Herrin des Sees. Und mittlerweile wusste er auch wieso, es war einfach noch nicht die Zeit dafür. Und jetzt ist Aragorn alt genug. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass Anduril neu geschmiedet werden kann und die Bösen nicht irgendwie schon im Voraus gewarnt werden und ich sollte aufhören zu quatschen, denn wir wollen dabei sein, wenn Anduril neu geschmiedet wird. Lasst uns zu den Essen gehen, Aegir. Es wird einige Zeit dauern, bis das Schwert vollendet ist und wir können die frische Luft genießen, während die Elbenschmiede von Elrond ihr Handwerk ausüben. Die Zeit von Isildurs Erbe steht kurz bevor. Der letzte Silitar wurde gefunden und so gab Elrond den Befehl, das Schwert Narsil wieder zusammenzufügen. Narsil, das einst den einen Ring von Saurons Hand geschnitten hatte, soll nun als Anduril, die Flamme des Westens, wieder erstrahlen. Seid gegrüßt! Seid ihr bereit, Aegir? Die Luft erscheint mir heute Abend vielversprechend. Und ich habe beschlossen, alle Zweifel hinter mir zu lassen. Denn es erscheint mir unwirklich, dass Narsil heute Nacht neu geschmiedet wird, so als würde ich gleich in Elronds Haus aufwachen und feststellen, dass alles nur ein Traum war. Werdet Zeuge, wie Narsil neu geschmiedet wird. Es ist Zeit, mein Freund. Lasst uns sehen, wie die Schmiede vorankommen. Es wird Zeit, Aragorn. Ein geschichtsträchtiger Moment steht bevor und wir sehen, so einige machen Aragorn die Aufwartung für diesen Moment. An den Essen von Bruchtal. Seid gegrüßt, Aragorn, Sohn von Arathorn, Herr der Dunedain. Viele Jahre sind vergangen, seitdem ich dir die Bruchstücke von Narsil gab, dem Erbstück deiner Familie. In dieser Nacht wird sein Licht wiedererweckt. Das Licht des geborstenen Schwertes. Warte, warte! Einen Moment mal! Du bist wohl gekommen, um mich zu holen, Dunadan. Ich dachte, das Schwert würde erst morgen fertig. Hallo, Frodo! Hallo, Onkel. Ich habe doch nichts Wichtiges verpasst, oder? Wenn du einmal mit dem Geschnatter aufhören würdest, Bilbo Beutlin, würdest du vielleicht auch eine Antwort erhalten. Seht, Hemeldir möchte etwas sagen. Seit vielen Stunden plagen wir uns schon mit heißem Feuer und kaltem Metall. Aus den Bruchstücken von Narsil wurde ein neues Schwert geschmiedet. Dieser letzte Silitar hat dem Schwert wieder den Glanz alter Zeiten verliehen. Die Arbeit ist fast vollendet. Die letzten Hammerschläge. Herr Elrond, es ist vollbracht. Komm, Aragorn. Diese Klinge wird Anduril genannt, Flamme des Westens. Sie wurde aus den Bruchstücken von Narsil geschmiedet und leuchtet mit dem Licht des letzten Silitars. Halte sie in Ehren, Aragorn, denn sie gehört dir. Aus der Asche wurde ein Feuer entfacht. Schaut, Anduril, die Flamme des Westens. Habt vielen Dank, meine Freunde. Das geborstene Schwert wurde zusammengefügt. Und mein Herz darf wieder hoffen. Aragorn, es braucht mehr als Schwerter, um das Blatt zu wenden.
selbst wenn es dieses Schwert ist. Ach, Gandalf, musst du immer so schwermütig sein? Wir sollten uns jetzt freuen. Vielleicht ist es Zeit zur Freude, aber nicht im Überfluss. Dunkle Gefahren stehen uns bevor. Das Dunkel rührt sich. Aber Gandalf, das Schwert des Königs wurde neu geschmiedet. Das muss doch für irgendetwas gut sein. Du hast recht, Frodo. Es tut mir leid. Ich wollte nicht schwermütig sein. Es ist wahr, dass unsere Wege in die Gefahr führen. Aber ich freue mich darauf, sie in Freundschaft mit euch allen zu beschreiten. Verzagt nicht, meine Freunde. Wir werden den Sturmwolken am Horizont trotzen. Und damit ist es geschehen. Anduril wurde neu geschmiedet. Was hat Arwen eigentlich hier zu sagen? Das habe ich noch nie nachgeschaut. Ich weiß, dass Aragorn seit langem auf diese Nacht gehofft und gefürchtet hat. Sie würde niemals kommen. Endlich wurde das Schwert neu geschmiedet. Ach ja, Arwen. Ja, dieser Moment ist geschichtsträchtig, denn damit wird im Prinzip die große Reise eingeleitet zur Rückkehr des Königs von Gondor. Das ist der Moment, ab dem Aragorn quasi sein Statement abgibt, ich will der König von Gondor werden. Also nicht irgendein Moment. Und nun ist das Schwert zurück. Seid gegrüßt. Ich kann kaum glauben, dass Nazil neu erschaffen wurde. Aber das Gefühl von Anduril in meiner Hand beseitigt alle Zweifel. Auf diese Nacht habe ich lang gewartet, Aegir. Und nun schwelge ich in ihr. Lasst uns zu Elronds Haus zurückkehren. Viele Freunde warten dort. Ich werde ihnen Anduril zeigen, auf dass sie wissen mögen, was heute Nacht geschehen ist. Und damit sind wir wieder zurück im Haus der Gäste. Gästezimmer, was auch immer. Nazil wird neu geschmiedet werden. Das habe ich geschworen. Ja, und das ist nun auch geschehen. Seid gegrüßt. Mein Herz sagt mir, dass Gandalf recht hat, Aegir. Es braucht mehr als ein Schwert, auch wenn das Schwert so gut geschmiedet ist und eine Geschichte wie Anduril hat, um den Willen des Feindes niederzukämpfen. Aber ich weiß auch dies. Wir werden tun, was wir tun müssen, wie viel es auch kosten mag. Wir werden uns allen entgegenstellen, die die Sicherheit von Mittelerde bedrohen, und nicht eher ruhen, bis der Feind besiegt ist und mein Volk wieder in Sicherheit und Wohlstand leben kann. Ihr fragt euch, warum ich euch nicht gesagt habe, was Gwyndaf wollte? Das ist ganz einfach, Aegir. Als ich vor vielen Jahren mit Kallenglad reiste, um den Silithar zu finden, nahm mich Gwyndaf zur Seite und tadelte mich, dass ich noch nicht bereit sei, das Schwert neu zu schmieden. Das war ich in der Tat nicht. Wie hätten sich die Ereignisse wohl entwickelt, wenn ich es in so jungen Jahren wiederhergestellt hätte? Wie hätten sich die Ereignisse entwickelt, wenn Amlaith es mit nach Fornost genommen hätte? Wir sind nicht in der Lage, das Ende jedes Weges zu sehen, Aegir. Ich habe euch diese Informationen vorenthalten, da ich glaubte, dass ihr, wenn die Zeit wirklich reif wäre, wenn Nazil neu geschmiedet werden würde, gewusst hättet, worum Gwyndaf bat, ohne dass ich es euch hätte sagen müssen. Anscheinend habe ich zumindest in dieser Hinsicht recht behalten. Freut euch, Aegir. Es mögen dunkle Tage vor uns liegen, aber jetzt werden wir ihnen mit dem Licht Anduril's vor uns und Freunden hinter uns begegnen. Eine große Ansprache, und ich muss mir mal ganz kurz noch was aussuchen. Ich glaube aber, die Sachen sind alle mittlerweile schlechter als das, was ich trage bereits, glaube ich zumindest so. Was ist das? Ein Speer. Aha, ich kann Speeren benutzen? Wusste ich gar nicht. Ja, sieht so aus. Dann schauen wir einfach mal, was am meisten wert ist. Das ist 7 wert. Ich schätze mal die Hose, oder? 9,44. Ja, genau so sieht es aus. Dann nehmen wir die und verticken die. Und damit ist Anduril wieder da. So, ich würde sagen, damit machen wir uns auf nach Angmar, denn dort wartet die zweite Instanz, die ich euch zeigen möchte. Nicht zu Ramdwarth. Wir wollen nach Aukaire. Ach so, ich habe doch meinen coolen Waldläufer-Reiseskill. Warum benutze ich den denn nicht? Also nicht Waldläufer, sondern Jäger. So, damit verlassen wir das wunderschöne Bruchtal und begeben uns zurück in das etwas ungastlichere Aukaire bzw. Angmar. So, hier haben wir ja damals auch das Geschehen verlassen. In Aukaire. Und zwar bei, wer war das eigentlich? Lothrandir? Ich weiß es gar nicht. Nee, Lothrandir war es nicht. Ich glaube, es war irgendein anderer Waldläufer. Aber auch einer, dessen Name später auch nochmal vorkommt.
werden wir noch ergründen können. Aber vorher wollen wir hier noch etwas anderes abseits der Waldläufer erledigen. So, die Geschichte um Anduril verlassen wir damit. Wir konzentrieren uns jetzt ein bisschen auf Lokalpolitik, würde ich sagen. Denn hier sieht das Ganze folgendermaßen aus. Es gibt die Trefgalorg, heißen sie, glaube ich. Könnt ihr nochmal irgendwas sagen? Die Trefgalorg sind ein mächtiges Volk. Vielen Dank, genau das wollte ich wissen. Die Trefgalorg, das ist dieses Volk von Bergmenschen, das hier in Aokaire lebt. Und dann gibt es noch die Trefduvardain. Die waren einstmals ein Volk gewesen. Und die haben in einem ritualisierten Kampf immer ausgefochten, wer den neuen Häuptling stellt. Also, ich glaube, es wurde von jedem Volk dann jeweils der Stärkste auserwählt. Und die haben dann in einem Kampf gegeneinander ihre Stärke gemessen. Und der Gewinner aus dessen Volk durfte dann der Häuptling kommen. Ich glaube, so war das irgendwie. Ja, dummerweise haben die Trefduvardain sich von den Angmarim, also den neuen menschlichen Dienern des Hexenkönigs, die jetzt wieder aufgekommen sind, mit der neuen Stärke des Nazgul-Fürsten, sich verführen lassen von den Angmarim und haben einen unverzeihlichen Bruch der Regeln begangen. Sie haben nämlich den Auserwählten der Trefgalorg getötet im Zweikampf. Und zwar war das eine Frau gewesen, die damals den Stärksten der Trefgalorg getötet hat. Sie war stärker gewesen, aber sie hat keine Gnade gezeigt und hat auf das Zeichen des Häuptlings der Trefduvardain hin den Kämpfenden der Trefgalorg getötet. Und seitdem sind die beiden Völker getrennt. Nun wurde aber mir das Quest auferlegt, ich sollte erneut den Ritualstein wegnehmen von seinem Platz, der zeigt, also wenn er aufgehoben wird, zeigt das, dass erneut ein Duell ausgerufen wird. Und wie sich zeigte, war ich stärker als alle anderen in diesem Dorf, in diesem Stamm, beziehungsweise als alle anderen, die gegen mich kämpfen wollten. Es gibt eigentlich einen, der sieht ein ganzes Stück stärker aus als ich, aber der war da nicht Teil, warum auch immer. Gegner, die treffen, du war dein, sind Verräter. Ja, sie sind Verräter und Schwächlinge, genau. Ja, und jedenfalls obliegt mir damit das Vorrecht, für die Trefgalorg im Zweikampf einzustehen. Vorher müssen wir aber noch ein bisschen Geschichtsstunde über uns ergehen lassen. Das habe ich noch offen gelassen, weil es eben die Hintergrundinformationen ein bisschen mitliefert dabei. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Seid gegrüßt. Das Klukhaf-Ritual. Als ihr mir gegen die Waage geholfen habt, die nach Fasach Laran kamen, hätte ich schon wissen sollen, dass ihr den Trefgalorg große Ehre machen werdet. Doch ich fürchte, dies könnte euch überfordern, Aegir. Die Trefduvardain haben die Regeln des Klukhaf schon einmal gebrochen. Wer könnte sagen, dass sie es nicht noch einmal tun? Unser größter, großer Krieger Nasan traf auf Avair von den Trefduvardain, als die Sonne über Fail Akro aufging. Eine Zeit lang schien alles so zu verlaufen, wie es sollte. Zuerst hatte Avair die Oberhand, dann lagen die Vorteile bei Nasan. Doch als der Klukhaf sich hinzog, wurde der Anführer der Trefduvardain, Domongard, nervös. Neben ihm saßen zwei Fremde, Menschen aus Khan Doom, so glaubt man. Plötzlich stand Domongard auf und stieß einen gellenden Schrei aus. Vielleicht ein vereinbartes Signal? Nasan wurde dadurch abgelenkt und in diesem Augenblick schlug ihn Avair zu Boden. Der Klukhaf war vorbei, doch Domongard war noch nicht zufrieden und forderte, dass Avair ihren hilflosen Gegner töte. Und sie tat es. Da wurde uns klar, dass die Trefduvardain, unsere alten Verwandten, hoffnungslos verderbt waren. Nasans Sohn Nektan schwor, seinen Vater zu rächen. Doch nun müsst ihr dies an seiner Stelle erledigen, denn ihr habt ihn besiegt und er ist nicht gut genug, um im Klukhaf für die Trefgalorg anzutreten. Seid auf der Hut, Aegir, wenn der Klukhaf beginnt. Ihr müsst mit allem rechnen. So sieht's aus. Und wir müssen noch mit einer Person reden, bevor wir uns in den Zweikampf stürzen können. Und die wartet auf einer anderen Insel, nämlich gleich neben dem Häuptling, bei dem wir dann die Instanz starten können. Und auch hier werden wir noch nützliche Informationen erhalten, glaube ich. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Die Bergwelt Angmars ist den Unvorsichtigen nicht gerade wohlgesonnen.
Bestimmt haben die Trefduvadain nicht vergessen, wie ihr die Standarten zerstört habt, die über Tor Geilwinen beten. Und ich habe es ebenso wenig. Seltsamer Musikwechsel. Okay. Ich sage euch, was ich für den über den Klughaf weiß. Die Kriegerin, die Nazan getötet und das Ritual beschmutzt hat, heißt Avayir. Sie beherrscht die blutigen Künste perfekt. In den Jahren seit dem letzten Klughaf hat sie viele unseres Volkes getötet und allein ihr Name verbreitet bei allen Angst und Schrecken, außer bei Nektan. Er hat geschworen, sie zu vernichten. Domongarth, Anführer der Trefduvadain, denkt sicherlich, Nektan werde unser Krieger sein. Vielleicht lässt er aber ihr in der Hoffnung antreten, Nektan werde vor Wut blind und deshalb leicht zu töten sein. Aber genau kann man das schwer sagen. Denn es gibt auch noch andere. Drossan von den Trefduvadain ist wild, doch sein letzter Kampf endete mit einem feigen Rückzug. Er kämpfte einen Tag und eine Nacht lang gegen Fongala, bevor er die Flucht ergriff. Er bevorzugt den Fernkampf und fürchtet sich davor, von Angesicht zu Angesicht vor dem Gegner zu stehen. Er lechzt wahrscheinlich nach einer Gelegenheit, seine Ehre wiederherzustellen. Vielleicht war ich euch überhaupt keine Hilfe, Aegir. Trotzdem hoffe ich, ihr könnt mit dem, was ich euch gesagt habe, etwas anfangen. Und damit gehen wir zu Kranok, dem Häuptling der Trefgalorg. Und warum das Ganze jetzt irgendwas mit der zukünftigen Geschichte zu tun hat, das werde ich gar nicht verraten, glaube ich. Ich glaube, das werde ich erst verraten, wenn es zu dem Zeitpunkt kommt. Das dauert allerdings, denn das wird erst im Band 3 der epischen Geschichte geschehen. Da allerdings recht am Anfang. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen gedulden, bis das Ganze dann wieder eine Rolle spielt, aber ich werde euch zu gegebener Zeit dran erinnern. So, Kranok, auf geht's! Ihr seid fremd in diesen Landstrichen. Ihr habt die Weisheit meines Volkes in euch aufgenommen? Um euretwillen und um den Willen der Trefgalorg hoffe ich, dass dem so ist. Der Klughaf wird bald in Fael Akro beginnen. Sagt mir Bescheid, wenn ihr bereit seid, dann werden wir uns dem Schicksal stellen. Ich würde sagen, es wird Zeit. Wir gehen nun zum Klughaf, Aegir. Ich hoffe, ihr seid bereit. Sind wir? Let's roll! Die freien Bergmenschen der Trefgalorg liegen schon lange mit vielen verwandten Stämmen im Streit. Wieder einmal bereiten sie sich darauf vor, den Trefduvadain während des Klukat, einem feierlichen Rechtsprechungsritus, gegenüberzutreten. Ihr seid fremd in diesen Landstrichen. Seid ihr bereit, Aegir? Das Klukat-Ritual wird die Zukunft der Trefgalorg bestimmen. Wir müssen auf der Hut sein. Domongarth hat sich in der Vergangenheit bereits hinterhältig verhalten und wir haben kaum Grund zur Annahme, dass es heute anders ist. Wenn ihr jedoch als Sieger hervorgeht, bedeutet das viel für uns. Wir müssen es darauf ankommen lassen. Wir sind fast in Fael Akro. Dann wollen wir uns mal beeilen. Ich kann mich übrigens nicht daran erinnern, dass Kana, die Frau, die hier vor uns läuft, irgendwie vorher schon mal eine Rolle spielt hier bei den Quests. Vielleicht hat sie uns auch einen Quest gegeben. Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, ehrlich gesagt. Jedenfalls ist sie nicht wirklich wichtig. Ich weiß nicht, warum sie jetzt hier mit dabei ist. Man hätte auch andere Leute mitlaufen lassen können. Wir sind angekommen. Und zwar vor den Trefduvadain. Wartet, sie kommen. Auch sie sind zu dritt. Aegir ist der Krieger, der den Klugkaffstein vom Hügelgrab der Ehre genommen hat. Ich weiß Bescheid über den Südländer, Kranok. Das beeindruckt mich nicht. Ein einziges Wort von mir genügt und unsere Freunde in Khardum werden euch zermalmen. Die Trefduvadain müssen sich nicht auf euren Aufruf zum Klughaf einlassen. Ihr habt Angst vor uns. Ihr habt kein Rückgrat, Domongarth. Kana, sei ruhig. Ich bin kein Feigling. Von euren zaghaften Beteuerungen der Stärke lasse ich mich nicht einschüchtern. Der Klughaf wird stattfinden, aber mit zwei Veränderungen. Es wird zwei Krieger geben. Drostan und Avayir werden für die Trefduvadain kämpfen. Aegir, das ist eine Falle. Drostan und Avayir zusammen.
Wie lautet eure zweite Forderung? Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Die Treff-Duvaldain beteiligen sich nicht an kindischen Schaukämpfen. Wir nehmen an, Aegir wird für die Treff-Galor kämpfen. Ich werde an eurer Seite kämpfen, Aegir. Danke, unbekannte Frau. Ihr seid ein Südländer und unsere Probleme sind nicht die euren. Und doch kämpft ihr für uns. Ich bleibe an eurer Seite. Na dann. So sei es. Auf geht's. Drostan, Avair, tötet sie. Gleichzeitig des Todes. Ob ich Nasan niedergestreckt habe. Oh, hab ich sie direkt mal in eine Falle gelockt? Nein, sowas. Ich bin besiegt. Nun tötet mich schon! Erledigt mich, ihr Feigling! Ihr habt kein Rückgrat! Es scheint, als hätte ich bei der Wahl der Krieger eine schlechte Wahl getroffen. Tötet sie! Das werden wir nicht! Sie bleiben am Leben! So lauten die Regeln des Klukas. Die Treff-Galorg beweisen Gnade, sogar euch und den Euren gegenüber, Domongard. Dann seid ihr schwach und verdient ihre Gesellschaft. Ich zähle Avair und Drostan nicht mehr zu den Treff-Duvaldain und erkenne ihnen ihre Namen ab. Ihr seid beim Klukath-Ritual als Sieger hervorgegangen. Domongard verzieht sich. Hey, Arschloch! Warum kämpfst du nicht selber, hä, Feigling? Naja, kann man auch nicht erwarten von ihm. Tja, und Drostan und aber ihr sind geschlagen. Wir sehen aber beide atmen noch, beide... Atmet sie? Hm, seltsam. Jedenfalls leben beide noch. Sie wurden nur verletzt und haben sich von uns schlagen lassen. Tja, und für sie... endet die Mitgliedschaft in ihrem eigenen Stamm damit, denn Domongard ist ein kleines Arschloch und ihnen wurden die Namen aberkannt. Naja, nun haben sie zwei Möglichkeiten. Wollen sie sich den Treff-Galorg anschließen oder ganz flüchten? Das sind im Prinzip die Möglichkeiten, die sie haben, denn zurück in ihren Stamm geht es nicht mehr. Ihr habt gut und tapfer gekämpft, Aegir. Es war mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Vielen Dank. Du hast auch ganz gut gekämpft, unbekannte Frau. Schätze ich mal, ich weiß es nicht. Ich hätte es auch alleine geschafft. So, Kranok, wie siehst du das Ganze, hä? Seid gegrüßt. Die Treff-Galorg haben gesiegt, Aegir. Ihr habt Fael Akro, das allzu lange vom Leid beherrscht wurde, den Sieg gebracht. Meldet euch bei mir, wenn ihr bereit seid, nach Augaire zurückzukehren. Dann werden wir gehen. Das wollen wir natürlich tun. Denn hier gibt's nichts mehr für uns zu erledigen. Wir werden triumphierend nach Augaire zurückkehren, Aegir. Als wir es verließen, waren wir voller Zweifel. Jetzt aber kehren wir mit der Gewissheit des Sieges zurück. Sieg! Sieg! Entschuldigung. Ja, so sieht's aus und, ist er das? Das könnte er sein, oder? Ich glaube, das ist er. Der Drostan, den wir gerade besiegt haben. Ihm wurde ja der Name aberkannt. Von daher hat er jetzt einen neuen Namen wahrscheinlich. Wir schauen mal. Die Bergwelt Angmars ist den Unvorsichtigen nicht gerade wohlgesonnen. Endlich ist unsere Ehre wiederhergestellt, Aegir. Und wir haben über die Treff-Duvaldain und deren Angmarim-Meister gesiegt. Nasan wurde gerecht und Domongard hat für seinen Verrat bezahlt. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich mussten die anderen für ihn bezahlen. Aber naja. Derjenige, der sich Drostan nannte, ist zu den Treff-Galorg übergetreten. Doch sein alter Name soll vergessen sein. Von nun an heißt er Soltak, der Veränderte. Also doch nicht der, der da drüben sitzt. Jene, die man Avair nannte, war damit nicht einverstanden. Sie gehört nun weder den Treff-Galorg noch den Treff-Duvaldain an. Sie hat viel Böses getan und konnte auch in anderen nichts anderes sehen.
Zwar hätte Nektar an ihr ihre Vergangenheit vielleicht vergeben, doch sie selbst konnte es nicht. Sie zieht nun in den unberührten Landen umher, eine Frau ohne Namen und Heimat. Deine Femme ist zu Ende. Ich bezeuge euch nicht nur als Anführer der Trefgalorg meine Hochachtung, sondern auch als Kranok, einfacher Stammesangehöriger aus Augeire. Vielleicht hat euch Tasca als Geschenk tatsächlich Glück gebracht. Vielleicht auch nicht. Mögt ihr für euch selbst entscheiden, ob ihr daran glaubt. Doch glaubt stets an euch selbst, Aigir. Ich denke, ihr werdet euer Glück finden. Ja, wir haben uns als Sieger durchgesetzt. Aber was jetzt wichtig für die Zukunft ist, ich muss nochmal ganz kurz schauen. Macht ist nicht so das. Vitalität, Schicksal, die sind irgendwie alle nicht so das Richtige, oder? Gibt's nichts mit Beweglichkeit hier? Ja, dann nehmen wir irgendeins, ist ja egal dann. Schließen wir das Ganze ab. Es gibt viele Angelegenheiten zu besprechen. Ja, und damit, ich mach das mal kurz zu hier. Damit gibt's jetzt zwar neue Quests einerseits, andererseits, auf die wollen wir jetzt gar nicht weiter eingehen, die Quests. Andererseits, was jetzt für die Zukunft wichtig sein könnte, der eine Krieger, Drostan, hat sich den Trefgalorg angeschlossen. Aber was ist mit Avair? Wo ist sie hingewandert? Und genau das wird uns in Band 3 im Hauptquest mal beschäftigen. Und damit die Vorgeschichte irgendwie ein bisschen bekannt ist, dachte ich mir, nehme ich das mit rein. Ansonsten will ich jetzt gar nicht weiter auf die Quests von den Trefgalorg mit eingehen, denn das hat für die Hauptgeschichte keine weitere Bedeutung. Und deswegen verziehe ich mich mal ganz schnell von hier, auch wenn es mich gerade reizt, die Quests anzunehmen und zu schauen, was die von mir wollen.